Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Beginn der Recherchenotizen. Meinen Quellen zufolge plant die Magia ein Comeback. Die alten Verbrecherfamilien waren eigentlich ausgeschaltet, bis Fisk wegging und sie die Lücke füllen wollten. Die alten Dons haben jahrelang harmonisch zusammengearbeitet, doch nun kommt durch das Machtvakuum ein Machtkampf auf uns zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Familie auf die anderen losgeht. Ich bleibe lieber an meinen Quellen dran. Hoffentlich findet diese Kriminalität ein Ende, bevor sie von neuem losgeht. Hey Pete, ich arbeite an einer Story, die dich interessieren könnte. Das Oscorp-Exposé? Was Neues? Es geht um die Mafia-Familien. Die Mafia? Ich dachte, die wären weg vom Fenster. Arrivederci. Sie wurden schwächer, aber seit Fisk und die Dämonen weg sind, plant die Cosa Nostra ein Comeback. Ich liebe es, wenn du so redest. Ruhig, Tiger. Die Feds führten vor kurzem eine Razzia bei der Magia durch. Ich weiß. Tja, einer der Dons besaß das verschwundene Kunstwerk Die Maria. Und jetzt ist es drüben im Manhattan-Poker. Und? Meiner Quelle zufolge plant eine der Familien, es sich zurückzuholen. Heute Nacht. Da geht es wohl nicht nur um Öl und Leinwand. Ich werde beim Museum vorbeischwingen. MJ, deine Quelle hatte anscheinend recht. Ein paar Einbrecher wollen sich Zugang verschaffen. Bleib hier, ich sehe mir das genauer an. Sei aber vorsichtig. Wenn die von der Magia sind, meinen die es ernst. Los, Beeilung! Der Boss will das Gemälde. Wir sollten schon längst weg sein. Willst du es versuchen? Bitte sehr! Meine Güte, manche Leute tun alles, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Und die Wärter? Der Boss meinte, wir sollen bei Sichtkontakt schießen. Macht keine halben Sachen, was? Die Typen sollten lernen, Kunst zu ihren Öffnungszeiten zu schätzen. Scheint gut gesichert zu sein. Wir haben doch schon die anderen Sachen vom Don. Können wir... Ich sehe! Spider-Man! Schlechter Tag, dich mit... Zeit für eine kleine Demonstration der hohen Kunst der Verbrecherzähmung. Ich kenne ein paar der Typen. Da ist Frederico Frizzelli und Sal Patrillo. Die Kerle gehören zur Familie von Hammerhead, oder? Warum sollte er die Maria wollen? Das klingt nicht nach ihm. Ich werde mich umschauen und prüfen, ob jemand woanders reingekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. Hey, was ist das? MJ, da ist ein Loch in einem Oberlicht. Ich sehe mir das an. Während Hammerheads Kerle durch die Vordertür wollten, hat sich jemand über das Dach reingeschlichen? Sieht so aus. Keine Spur. Von niemandem. Sollten hier nachts keine Wärter sein? Ja, probier es mal bei der Security am Eingang. Da sollte es auch Kameras geben. Die hätten gesehen, wer eingebrochen hat. Ach, der Wachraum ist abgeschlossen. Ich brauche einen Handabdruck, um reinzukommen. Da müsste ich auch rausfinden, was mit den Wärtern passiert ist. Kann ich das Schloss irgendwie überbrücken? Ach, nicht ohne die Hand eines Wärters. Ihre Handabdrücke. Wenn du die Wachen nicht findest, nimm Abdrücke von Sachen, die sie angefasst haben. Oh, ja. Gute Idee. Ich gehe dir gerne zur Hand. Hab einen Handabdruck. Zumindest einen Teil. Ich werde wohl mehr brauchen.
Komisch. Als seien die Wachen einfach verschwunden. Okay, wo finde ich noch ein paar Teilabdrücke? Hier ist irgendwo ein Abdruck. Ich muss ihn nur finden. Das könnte klappen. Ich glaube, 12 senkrecht ist Karaoke und nicht Kumquat. Ausgebildete Wachen lassen ihre Sachen nicht einfach so zurück. Es sei denn, sie sind nicht freiwillig abgerückt. Eine Kaffeetasse. Noch warm. Noch einer. Cool. Okay, mit den Teilabdrücken müsste ich einen Abdruck rekonstruieren können. Ich kann den Scanner wohl neu konfigurieren, damit er meine Daten erkennt. Gehe ich den optischen Sensor, kann ich meine Daten hochladen. Geschafft. Handabdruck wird übertragen. Wir sind drin. Cool. Was siehst du? Sie leben noch. Anscheinend wurden sie betäubt. Keine Anzeichen für Gewalt. Definitiv nicht Hammerhead-Stil. Wenn nicht Hammerhead, wer dann? Gibt es eine Kamera? Ich sehe mal nach. Kamera 5 wurde ausgeschaltet. Ganz schön verdächtig. Ich schalte sie wieder ein und schaue nach, was sie vor uns verbergen wollten. Sie zeigt auf eins der Gemälde in der Ausstellung. Das muss die Maria sein. Und noch wurde sie nicht gestohlen. Ich sehe mir aus der Nähe an, was daran so besonders ist. Maria ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den modernen Expressionismus. Die Geschichte der wiederholten Diebstähle ist beinahe so faszinierend wie das Kunstwerk selbst. Sieht für mich nach einem stinknormalen Gemälde aus.
Ist es auch. Es gibt hier viel wertvollere Objekte. Warum ist die Magia also ausgerechnet hinter diesem Gemälde her? Warte mal, MJ, da kommt jemand. Augen offen halten. Spider-Man könnte immer noch hier sein. Ah, verdammt. Jetzt hängt es hinter Sicherheitsglas. Hey, sagt Frank, dass wir schweres Geschütz brauchen. MJ, Hammerheads Typen haben Verstärkung gerufen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Gut, sieh zu, dass es so bleibt. Dieses Sicherheitsglas durchdringt nichts. Erledigt euren eigenen Job. Die anderen kümmern sich um ihr. Denkst du, diese Skulptur ist was wert? Der Boss sagte, ihr könnt nehmen, was ihr wollt, nachdem wir die Maria haben. Davor nicht. Keine Ahnung, warum alle Dons hinter ihr hier sind, aber tschüss. Ich bin schon zu oft vorbestraft. Wenn was schief geht, hau ich ab. Hab ich gehört. Wenn der Boss denkt, dass du ein Feigling bist, hast du größere Probleme als den Knast. Kennst du noch Fabian? Er ist nicht nach Kanada gezogen. Die Cops werden gleich hier sein. Scheiß drauf. Schnappt euch alles, was geht, und dann raus. Toll, jetzt plündern sie die anderen Kunstwerke. Ich muss sie aufhalten, bevor sie entkommen. Es gibt nur einen Weg nach draußen, der, auf dem sie reingekommen sind. Ich werde dich zerlegen! Holt mich hier raus! Was ist das denn? Das gefällt mir nicht. Versuch nächstes Mal den Souvenirladen. Kommt mir! Ich zermalme dich! Hol dich! Holt mich hier raus! Der Kopf will seinen Kopf! Wie wär's, wenn ich dir zum Trost ein Poster von diesem Kunstwerk für deine Gefängniszelle schicke? Bring das hier mit. Ich kann keinen von uns mehr erwischen. Sobald ich daheim bin, verhöge ich das online. Leg ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Sie dürfen nicht entkommen! Muss nur noch raus!
Sie wollen die Kunst mit Kopf hoch. Vielleicht gibt es ja Kunstunterricht im Gefängnis. Das hier nehme ich mit nach Hause. Gleich da! Ich muss zum Ausgang und sie kapieren. Guter Kunstgeschmack, schlechte Lebensführung. Ja, ich glaube, ich habe sie alle. Aber viele Kunstwerke müssen zurück an ihren Platz. Was ist mit der Maria? Vielleicht war das ein Ablenkungsmanöver. Genau das dachte ich auch. Ich schaue nach. Hoffentlich war die Scheibe dick genug. Die Sicherheitswand ist intakt. Und kugelsicher. So schnell kann sich niemand der Maria nähern. Dann ist der Auftrag ausgeführt? Das hoffe ich. Ja, ich rufe dich gleich nochmal zurück, okay? Warum? Was ist los? Siehst gut aus. Hanteltraining? Nein. Naja, obwohl, ein bisschen. Also, du schwingst jetzt solo? Oder wieder mit deiner Ex? Ganz schön viele Fragen. Bin nur neugierig. Ja, soll nicht gut für Katzen sein. Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Raketen? Wer schleppt Raketen in ein Museum? Weißt du nicht, wer Hammerhead ist? Das war noch längst nicht alles. Ich mag deine neuen Tricks. Und ich hab deine alten satt. Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder. Hey! Hey! Hilfe! Was zum... Wo ist sie hin? Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger.
Also war Black Cat diejenige, die durch das Dach kam? Sie hat mit Hammerheads Leuten zusammengearbeitet? Ja, sie hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit da drin beobachtet. Sag mir, dass sie nicht mit der Maria abgehauen ist. Ist sie nicht. Gut. Sie hat es zerstört und einen Speicherstick geklaut, der im Raum versteckt war. Was? Oh. Tut mir leid. Was meinst du, was auf dem Stick war? Gute Frage. Ich werde mich mal umhören. Und ich fange an, Katzenspuren zu folgen. Alle Einheiten, Meldungen über eine Explosion in der Nähe von Times Square und Bryant. Explosion, das sollte ich mir ansehen. Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wieder Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Okay, kleiner Freund. Finde die Sprengladungen. Hab eine. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Entschärft. Noch eine. Die Infrarotzünder der Bomben werden als hell blinkende Lichter angezeigt. Das waren alle. Hammerhead hat eine Mission. Lieber die Augen nach weiteren in der Stadt offen halten. Hallo? Spider-Man, hier ist Detective Mackie. Ich habe deine Nummer von einem Freund bei der Polizei. Ich wette, ich kenne Ihren Freund. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Vielleicht sollten wir persönlich darüber reden. Kannst du bei Gelegenheit im Revier in Greenwich vorbeikommen? Ich hörte, du triffst dich gerne auf Dächern. Sicher doch. Bis gleich. Damit werde ich erstmal beschäftigt sein, während ich auf MJ warte. Der Museumsraub war verrückt. Eine Zusammenarbeit mit Hammerhead klingt nicht nach Black Cat. Ich hoffe, MJ kann mehr über den Speicherstick erfahren. Was ich nicht tue, ist dies. Detective Mackie, nehme ich an? Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mit dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze, die alte, vor 20 Jahren. Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist eine Nachahmerin? Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super. Begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen.
Ich gehe bald in den Ruhestand und dies ist mein größter ungelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die alte Katze, Stahl am liebsten, Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfiel er eine Rauchmelderfabrik. Rauchmelder? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er stahl das darin enthaltene Americium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen und dabei kam mir eine Idee. Was, wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist? Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt, sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Ventilationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. Wenn der Fall gelöst ist, kann ich zufrieden in den Ruhestand gehen. Ich glaube, eins der gestohlenen Gemälde ist ganz in der Nähe. Das Signal kommt aus diesem Anschlusskasten, aber ich erfasse keine Elektrizität. Vielleicht eine Zeichenrolle. Detective, ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Lass es dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment, sagten Sie Hardy? Ja. Der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Walter Hardy, die erste Black Cat. Felicia Hardy, die Black Cat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und North Moor. Unterliegt das Gebiet nicht der Magier? Ja, was auch immer Black Cat gestohlen hat, hat womöglich gerade einen Bandenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Gibt es schon was Neues zu dem Museumsraub? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magier-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen? Also, ich meine, ich denke, vielleicht? Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Alle Einheiten, Belästigung eines Zivilisten durch die Magier wurde gemeldet. Brauchen Einheiten North of Houston. Wie geht's? Getötet wird. Puh, alle entschärft. Ein Lieferwagen. Hoffentlich sind das meine bestellten Hausschuhe. Ich weigere mich, das Paket anzunehmen! Hey, die ganze Bande ist da. Ja.
Habe ich alle erwischt? Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magier-Familien hat ein Versteck an der Waverly, die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Da ist die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du?